Zum Entkalken eines Wasserionisierers benötigen Sie ein Gefäß zum Entkalken, Zitronensäure, die mitgeliefert ist, und die Entkalkungspumpe, was eine Zimmerbrunnenpumpe oder eine Aquariumpumpe ist. Und natürlich Wasser. Es sollte warmes Wasser sein, also gerne heißes Wasser einfach reinschütten und nicht ganz voll füllen. Das hat seinen Grund, was ich später noch erklären werde. Zitronensäure, 2-3 Esslöffel gerne reinschütten, einfach herein. Man kann nicht zu viel verwenden. Wenn Sie wissen, dass der Ionisierer sehr verkalkt ist, macht es auch Sinn, dass man es zweimal macht. Das heißt, ja. Und jetzt verbindet man hier den Abwasserschlauch mit der Pumpe. Jetzt müsste ich einen Löffel haben und das Ganze hier schön umrühren, aber ich nutze die Pumpe als Löffel. So. Der Rest wird sich dann selber dann auflösen während des Entkalkungsprozesses. Und bevor ich die Entkalkung starte, ist es jetzt wichtig, dass ich hier auf gefilterte Stufe am Wasserionisierer drücke und jetzt einmal anmache. Man sieht, es sind Luftblasen herausgegangen und aus. Jetzt sind die Luftblasen herausgegangen und ich habe jetzt sozusagen die Pumpe perfekt vorbereitet, um zu entkalken. Die Pumpe stecke ich jetzt in die Steckdose und sie startet und sofort geht dort Wasser heraus. Jetzt kann es mal passieren, dass nicht sofort Wasser herausgeht, weil vielleicht der Auslass und alles sehr verkalkt ist. Dann empfiehlt es sich, das Ganze hier so ein bisschen höher zu nehmen, ja? Und den Auslass so ein bisschen so niedrig wie möglich zu halten, damit die Pumpe praktisch ein bisschen von der Schwerkraft einen Anschub bekommt, ja? Und die Pumpe sollte auch, soweit es geht, unten im Glas sein, damit auch die Höhe der Wassersäule auch sie unterstützt beim Entkalken. Aber wir sehen, es hat so von Anfang an funktioniert, aber dennoch empfehle ich, ein Podest zu verwenden. Ja, und man sieht, der Wasserionisierer, ja, da kommt schon Kalk heraus. Das heißt, hier am Auslass, innen drin, war schon Kalk abgelagert. Das ist der Beweis, dass jetzt hier eine Reaktion abläuft und der Wasserionisierer entkalkt wird. Gerade am Anfang kann man den eben unterstützen ein bisschen, indem man nochmal wieder vielleicht an ausmacht. Man sieht, da kommen Bläschen raus und wieder aus. Man sieht, dann läuft er wieder flüssiger. Und jetzt lassen wir den 3, 4 Stunden am liebsten laufen. Kann auch nur 2 Stunden sein, je nach Verkalkungsgrad. Wenn ich das Gefühl habe, er ist sehr verkalkt, mache ich, dass ich dann einfach im Nachhinein noch ein bisschen Zitronensäure da reinfülle. Nicht viel, einfach so ein bisschen noch. Sozusagen nochmal die Säure wieder ein bisschen aufpeppe. Wenn dieses Wasser komplett klar wird, dann kann man schon langsam davon ausgehen, dass er komplett entkalkt ist. Das heißt, wenn da keine Bläschen mehr rauskommen, dann kann man mit der Entkalkung langsam aufhören und das Ganze dann wieder freispülen. Gehen wir mal davon aus, dass er 3, 4 Stunden entkalkt hat. Durch die Pumpe zuerst einmal abstecken. Und jetzt, während die Pumpe angeschlossen ist, ich nehme die Zitronensäure weg, während die Pumpe angeschlossen ist, mache ich jetzt den Wasserionisierer an. Und jetzt spülen wir die Pumpe, aber auch den Auslass sozusagen zuerst einmal ein paar Minuten klar. Am besten in der gefilterten Ebene. Ja, ich tue dann auch hier den Schlauch so ein bisschen von der klebrigen Zitronensäure befreien. Die Zitronensäure wird dann klebrig, wenn sie trocknet. Wenn sie flüssig ist, ist sie nicht klebrig. Und jetzt kann ich das abstecken. Ja. Ganz schön das Ganze hier so klar spülen. Die Pumpe, die muss klar gespült werden, damit sie das nächste Mal keine Anlaufschwierigkeiten hat. Sie muss klar gespült werden und schön getrocknet werden, damit sie sie lange Jahre verwenden können. Falls die Pumpe doch mal Anlaufschwierigkeiten hätte, gibt es eine Lösung, bevor Sie uns anrufen. Das ist die zweite Lösung.
zweimal klopfen, dann geht sie wieder. Weil manchmal steckt man sie an und man merkt, da passiert nichts. Dann denkt man, die Pumpe ist defekt. Aber während sie angesteckt ist, zweimal klopfen und sie wird dann plötzlich loslaufen. Wenn sie nicht losläuft, kann man sie immer noch so ein bisschen in Wasser einweichen, so für 10, 15 Minuten mal Wasser durchlaufen lassen, vielleicht sogar den Abwasserschlauch dran stecken, weil dadurch fließt ja Wasser dann durch die Pumpe, das macht der Pumpe nichts. So haben wir jetzt die Pumpe für das nächste Mal perfekt vorbereitet und legen sie zum Trocknen beiseite. Die Wasseranlage hat sich schon wieder klargespült und kann dann jetzt sozusagen wieder ein paar Monate verwendet werden. Ich stoppe sie und das Wasser könnte jetzt schon getrunken werden. Ein Untertischwasserionisierer wird entkalkt. Es ist, ich kann sagen, fast unser meistverkauftester Wasserionisierer, der EOS Revelation. Der Ionisierer ist normalerweise unter der Spüle, nicht in meinem Beispiel. Er hängt über der Spüle. Könnte also sozusagen in einem Spülschrank auch aufgehängt werden. Und wenn hier das Wasser dünner wird und hier das Wasser so richtig zu viel wird, dann ist es Zeit zum Entkalken. Dazu benötigen Sie eine Pumpe, egal welche, Zimmerbrunnenpumpe, Tauchpumpe für Aquarien und diesen dicken Schlauch. Ohne den können Sie es nicht machen, weil Sie müssen sozusagen an die Verbindung hier, wo das saure Wasser rauskommt, müssen Sie drauf. Falls es dann doch mal nicht gehen sollte, können Sie immer noch hier das Ganze weich machen. Und dann geht es auch leicht. Das heißt, hier auf über den kleinen Auslass geht es sowieso beim Stutzen und über den großen wird es auch gehen, wenn Sie es ein bisschen weich machen. Ich probiere es jetzt mal, um das Extreme zu zeigen und siehe da, es hat geklappt. Sogar über den großen habe ich die Pumpe drüber bekommen. Die sollte auch gut drauf sitzen. Oder dementsprechend kürzen, je nachdem, was für ein Podest Sie wählen. In dem Fall wähle ich jetzt gar kein Podest und versuche das Ganze schon so, dass es nicht wieder rauskommt, da drüber zu stülpen. Was mache ich, damit die Luft hier aus dem Abwasserschlauch rausgeht? Starte ich noch ein letztes Mal das Ganze? Oh, so rum geht es gar nicht mit diesem Behälter. Das ist der falsche Behälter. Wir nehmen nochmal die Pumpe weg. Weil wir müssen natürlich an beiden auslassen. Ich habe schon hier Zitronensäure vorbereitet praktisch. Genau, jetzt haben wir es. Jetzt starte ich das Gerät einmal kurz mit der gefilterten Version und stopp's, damit die Bläschen aus diesem Schlauchstück rausgelangen. Er wird nochmal kurz starten, wegen seiner Selbstreinigung oder auch nicht. Und jetzt stecke ich die Pumpe an. Und siehe da, die Pumpe pumpt die Zitronensäure hier durch, rein, über die Schläuche rauf ins Gerät, durch die Elektrolysezelle durch und wieder zurück über den Abwasserschlauch, der saure Schlauch und heraus. Er kann nicht weiter zurück. Das ist die Entkalkung. Jetzt lassen wir das praktisch ungefähr 4 Stunden laufen. Wir können es auch nur 2 Stunden laufen lassen. Bei dem Untertischgerät gibt es selten Komplikationen, wo Sie mal auf den On-Off-Knopf drücken müssen mit gereinigtem Wassermodus und dann wieder stoppen nach 2-3 Sekunden, weil sich Luft angesammelt hat. Komischerweise passiert das beim Untertischgerät nicht so oft. Also ich habe es wirklich, Untertischentkalkung ist eigentlich leichter wie die Auftischentkalkung. Fast, würde ich sagen. Also mir kommt es so vor. Und so lässt man das Ganze jetzt mehrere Stunden laufen. Wenn man fertig ist, werde ich jetzt hier das Ganze wieder abnehmen. Was mache ich? Ich stecke zuerst wieder die Pumpe ab. Nimm die Pumpe heraus. Zitronensäurelösung weg. Starte das Ganze. Gefiltertes Wasser. Spül das Ganze so schön von der Zitronensäure weg. Man sieht, da kommt das Wasser durch die Pumpe durch. Das stört der Pumpe nicht, die Pumpe nicht. Ja. Lasse ich das Ganze so ungefähr ein paar Minuten, also ich sage mal nach einer Minute ist eigentlich schon die ganze Zitronensäure draußen, aber gerne 2 Minuten. Ich höre jetzt kurzfristig schon auf und fertig ist das Ganze.
Ja? Das ist die Entkalkung eines Untertischwasserionisierers. So einfach ist es. Nun, jetzt möchte ich die Entkalkung an einem recht komplizierten Gerät mit zwei Auslässen darstellen. Aber es ist der Stellvertreter für alle Wasserionisierer mit einem Durchflussregler. Das heißt, der On-Off-Schalter ist ein Wasser-Ein-Aus-Durchflussregulierventil. Das heißt, wenn ich wenig aufmache, dann kommt auch wenig raus. Wenn ich viel aufmache, dann kommt auch viel raus. Und jetzt das gleiche Spiel wie bei allen anderen Wasserionisierern. Ich schaue, wie ist das Verhältnis basisches Wasser zu saurem Wasser. Bei diesem Gerät und bei allen anderen Wasserionisierern ist das Verhältnis normalerweise ungefähr halbe halbe. Zum Entkalken benötigen wir wie immer Zitronensäure und ein Gefäß mit Wasser und die Pumpe. Die richtige Pumpe mit dem richtigen Schlauch. In diesem Fall ist es der dicke graue Abwasserschlauch von diesem Wasserionisierer selber, aber die Pumpe kommt schon mit diesem grauen Abwasserschlauch. Sie sehen, es ist derselbe Schlauch. Ja? Die Zitronensäure haben wir schon hereingeschüttet, circa 2-3 Esslöffel. Und in diesem Fall, da jetzt beim Auslass hier schon so Kalkflecken sind, entkalke ich den Auslass schon vorab so ein bisschen, damit ich mit dem Schlauch hier besser drauf komme und damit das Ganze auch schön ohne Kalkflecken da schön dicht sein kann. Ja, tue ich noch ein bisschen mit dem Finger so rum und schon habe ich einen schönen Auslass. Jetzt versuche ich, das Ganze hier drüber zu stülpen. Ich weiß, es ist nicht das Einfachste, aber es muss geschehen werden und es geht. Ja, Fingerspitzengefühl, man hat Übung. Ich probiere es noch ein zweites Mal. Eine Sekunde. Und wenn man da eben ein bisschen unsicher ist, kann man immer noch so ein bisschen den Schlauch erwärmen. Ja, so ein bisschen erwärmen, damit er dehnbarer ist. Und siehe da, geht viel besser drüber. Ja. So, jetzt habe ich ihn schon mal drüber und jetzt so ein bisschen mehr. So. Und dann so richtig dagegen drücken, so. Ja, so. Weil es muss ja auch dann jetzt hier eigentlich so 2-3 Stunden halten. Ja, so nochmal so richtig. So, perfekt. Ja. Und jetzt prüfen, ob das auch rausgehen kann. Nein, geht nicht raus. Perfekt. Abwasserschlauch auch natürlich in das Gefäß herein. Bei diesem Gefäß muss man von oben. Es geht nicht vom Abwasserschlauch, weil sonst würde es am anderen Auslass hier herauskommen. Dann würde es an beiden Auslässen herauskommen. Würde theoretisch auch gehen, dann müssen Sie hier noch einen Schlauch dann hereinführen und so. Aber wir machen die separat. Das heißt, hier haben wir mal das Teil. Machen einmal kurz an, lassen die Luftblasen heraus. Zack, Luftblasen draußen, aus. Hinzufügen möchte ich, dass sozusagen hier bei Geräten mit einem Durchflussregler muss man aufpassen, wenn man am Wasserhahn das Gerät installiert hat, dass der Durchflussregler nicht offen steht. Weil wenn er offen steht, könnte das Wasser sozusagen zurückfließen in den Wasserhahn. Und wenn man dort Pech hat, steht der Wasserhahn-Umschaltventil genau diagonal, sodass das Wasser sozusagen zurückfließen kann durch die Filter aus dem Wasserhahn heraus. Das würde bedeuten, dass Zitronensäurelösung in die Filter hereingelangt. Und da muss man den Filter dann austauschen. Das heißt, man will das vermeiden. Das heißt, beim Entkalken immer schauen, dass kein Wasserzufuhr ins Gerät sozusagen auf-off. Bei den Geräten mit Magnetventil, EOS oder andere Geräte mit einem On-Off-Magnetventil, ist diese Gefahr nicht gegeben. Aber bei den Geräten mit einem Drehregler und am Wasserhahn installiert, ist diese Gefahr gegeben. Deswegen immer darauf achten, dass kein Wasser zurückfließen kann bis hin zum Umschaltventil. Und jetzt stecke ich die Pumpe an und prüfe, ob Wasser fließt. Ja, es fließt. Weil man sieht, das ist ein bisschen sehr voll, lasse ich ein bisschen Wasser abfließen. In ein Glas zum Beispiel. Man sieht,
Der Spiegel der Zitronensäurelösung geht herunter. Ja, und jetzt machen wir wieder weiter. Und so lässt man das Ganze jetzt 3-4 Stunden laufen. Aus Erfahrung kann ich sagen, wenn er sehr verkalkt war, ist es ratsam, zwischendrin einmal kurz anzumachen, Blasen herauszulassen und wieder auszumachen. Damit sozusagen die im Gerät stehen gebliebenen Blasen herausgehen können. Und so lässt man das Ganze jetzt 3-4 Stunden laufen. Man sieht, das Ganze entwickelt sich. Zitronensäurereaktionen. Das heißt, er war schon Zeit mal zum Entkalken. So eine Entkalkung schadet den Elektroden nicht, schadet den Schläuchen nicht, schadet gar nichts. Das heißt, Sie können es gerne regelmäßig machen. Es ist gleichzeitig eine Desinfektion, weil Zitronensäure mögen Bakterien nicht. In Krankenhäusern nimmt man Zitronensäure auch her zum Desinfizieren. Warme Zitronensäurelösung ist da die Lösung. Das heißt, sozusagen warmes Wasser aus der Leitung herausnehmen und dann dafür verwenden. Wenn das Ganze dann fertig ist, ich kürze jetzt hier mal ab, um zu zeigen, was wir dann am Ende machen. Was machen wir? Wir stecken die Pumpe ab und dann Abwasserschlauch weg, Pumpe heraus und spülen die Pumpe von innen heraus klar, indem ich hier auf gefiltertes Wasser drücke und spüle die Pumpe so von oben, von überall, von der Zitronensäure frei, weil die Zitronensäure, die wenn die mal eingetrocknet ist, dann ist sie recht klebrig und die Zitronensäurepumpe soll nicht von innen her klebrige Zitronensäure beinhalten, wenn sie zum Trocknen hingelegt wird. Man sieht, es kommt Wasser heraus, das heißt, sie wird klar gespült. Das langt schon wieder. Ich nehme jetzt das Ganze von oben ab. Zack. Ja, spüle nochmal so ein bisschen und lege die Pumpe schön zum Trocknen beiseite. Man sieht, basisches Wasser, saures Wasser. Ich lasse das Ganze 2-3 Minuten laufen bei gefiltertem Modus und schon ist der Ionisierer fertig und ist entkalkt. Jetzt entkalken wir noch die andere Seite des ECA Plus. Das ist die Seite, wo das saure Wasser rauskommt, das super saure und das super basische Wasser kann man hier aussuchen, ja. Und hier kommt das Abwasser heraus. Das heißt, man bekommt nicht das Wasser von diesem Auslass, sondern von der Seite. Dazu stülpen wir den Schlauch der Pumpe wieder hier drüber. Der passt zum Glück genau drüber. Stecken die Pumpe in das Gefäß mit der Zitronensäurelösung. Prüfen, ob der Abwasserschlauch lang genug ist, um es dahin zu bringen. Wir machen jetzt wieder wie immer Luft raus. Luft ist draußen. Ausschalten. Ja. Und jetzt stecken wir die Pumpe an. Und siehe da, es läuft. Jetzt werden wir gleich sehen, ob es besonders viel verkalkt war oder nicht. Ob es klar bleibt oder sich Bläschen bilden. Ja, bisschen was bildet sich. Wenn das Ganze dann fertig ist, stecken wir die Pumpe ab, nehmen die Pumpe ab und lassen es durchfließen auf der Seite natürlich, wo wir gerade entkalkt haben, nämlich auf der Seite. Dieses Geräusch kommt von der Dosierpumpe. Genau, und jetzt würde ich sagen, ist es fertig. Die Pumpe werden wir dann anders noch durchfließen. Genau. Und jetzt kann man ihn so ein bisschen laufen lassen natürlich. Oder auch nicht. Ich mache ihn wieder aus. Das war die Entkalkung des ECA Plus. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und das Interesse an der Entkalkung eines Wasserionisierers. Ich hoffe, das Ganze hilft Ihnen sehr dabei, eine Entkalkung ohne Probleme durchführen zu können und Ihren Wasserionisierer für sehr lange Zeit nutzen zu können. 10 Jahre sind kein Problem.
solange sie regelmäßig, ich sag mal, alle 4 bis 12 Monate entkalken. Vielen Dank. Um serviço de alto-falante, gordo pau da bandeira. Quem avisa é o Zé do Caroço, amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Como eu queria que fosse Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço, pra falar de uma vez pra esse moço. Carnaval não é esse colosso, nossa escola é raiz, é madeira.